Hallo, hallo. In meinem Roman Feuer der Leere tauchen Außerirdische auf. Und da ist ja dann die Frage berechtigt, kann es überhaupt Außerirdische geben? Und um diese Frage mit Ihnen zu diskutieren, drehe ich jetzt dieses kleine Video. Und zwar greife ich dabei zurück auf eine im Grunde genommen simple Methodik, die Dr. Frank Drake vorgeschlagen hat, die Drake-Gleichung. Im Grunde eine ganz einfache Sache. Ich wandle das ein bisschen ab, mache es also nicht ganz so wie der Dr. Drake, aber das Prinzip, nach dem ich vorgehe, ist genau seines. Und zwar rechnen wir dafür ein bisschen herum. Ich habe hier also mein Excel und wir wollen herausfinden, wie viele außerirdische Zivilisationen gibt es denn, mit denen wir in Kontakt treten könnten. Das ist also nachher die Zahl, die hier oben in dem etwas bläulich eingefärbten Feld stehen soll. Dafür ist zunächst einmal die Frage, wie viele Sterne wir denn überhaupt in halbwegs erreichbarer Nähe haben. Ich meine jetzt noch nicht mal, dass wir dahin fliegen könnten, sondern ich meine jetzt erstmal nur, dass wir uns mit denen unterhalten könnten, dass wir also Funksignale austauschen könnten. Da nehmen wir jetzt mal die Zahl der Sterne in der Milchstraße. Also an allen diesen Sternen könnte es ja Planeten geben, auf denen jemand lebt. Dazu kommen wir dann gleich und mit dem wir uns austauschen können. Die Milchstraße, also unsere Heimatgalaxis, sieht ungefähr so aus. Das ist also ein Bild vom Hubble-Teleskop, das zwei Spiralgalaxien zeigt. Alles, was dort hell ist, ist eine Sonne. Wir sehen dort viele Milliarden Sonnen. Also jeder winzige helle Fitzel ist etwas, das Licht abstrahlt und das tun nun mal nur Sonnen. Es gibt kein Foto von der Milchstraße. Warum nicht? Weil wir keine Kamera haben, die weit genug weg wäre, dass sie die Milchstraße im Ganzen aufnehmen könnte. Also jedenfalls keine so eine Draufsicht. Denn Sie kennen ja alle das Bild vom Pluto, das letztes Jahr um die Welt ging. Das ist geschossen worden von dem menschlichen Fahrzeug, das am allerweitesten von der Erde entfernt ist. Und das befindet sich immer noch in unserem Sonnensystem. Wir haben das also nie verlassen. Das Einzige, was wir von der Milchstraße wirklich gesehen haben, ist so die Ansicht, wenn man in den Nachthimmel schaut. Das ist jetzt bei einem sehr klaren Sternenhimmel aufgenommen. Natürlich auch irgendwo, wo es rundherum dunkel ist, wo man also wirklich gut die Sterne sehen konnte. Wenig Staub in der Luft und so weiter. Und da sieht man sieht im Grunde wenig. Man sieht so ein Band, das ist etwas enttäuschend. Die Milchstraße sieht ja ein bisschen so aus wie ein Diskus. Und wir sind aber in dem Diskus drin und dabei ziemlich am Rand und schauen in die Mitte. So, für unsere Suche nach den Außerirdischen oder unsere Berechnung bedeutet das, dass wir leider, weil die Sterne sich gegenseitig verdecken und so ein bisschen Staubwolken noch dazwischen sind und alles, dass wir gar nicht wissen, wie viele Sterne in der Milchstraße sind. Es gibt nur Schätzungen. Und diese Schätzungen sind leider sehr ungenau, weil wir eben keine Möglichkeit zum Zählen haben. Diese Schätzungen bewegen sich zwischen 100 Milliarden Sternen für unsere Milchstraße und 300 Milliarden Sternen. Also 100 Milliarden versus 300 Milliarden. Wir wollen uns darüber nicht zu lange grämen, sondern sagen, wir nehmen den mittleren Wert 200 Milliarden. Das tippe ich hier mal an. 200, 200.000, 200 Millionen. 200 Milliarden. Ein paar Punkte dazwischen, dann kann man das besser sehen. Das wären jetzt also 200 Milliarden. Nun ist es ja aber keineswegs so, dass sich bei jedem Stern auch Planeten bilden, auf denen dann Lebewesen, sich entwickeln könnten. So ein Planet ist aber eine feine Sache. Den brauchen wir halt, damit wir überhaupt eine Materieansammlung haben, aus der dann Lebewesen entstehen
können. Jetzt ist also die entscheidende Frage, wie viele von diesen Sternensystemen, also von diesen 200 Millionen, Milliarden, die wir hier haben, haben denn Planeten? Wir suchen seit einiger Zeit nach solchen Planeten, nach Exoplaneten. Auch davon gibt es keine Fotos, die sind viel zu weit weg. Man kann nur indirekt nachweisen, dass es einen Planeten an einer Sonne gibt. Und zwar, weil vielleicht dieser Planet zwischen der Sonne und unserem Teleskop, wieder dem Hubble zum Beispiel, weil dieser Planet sich zwischen die Sonne und das Teleskop bewegt. Darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass deswegen der Stern komplett also verschwindet, weil der Planet davor ist. Der Planet ist ja sehr, sehr viel kleiner als der Stern. Aber der Stern wird ein bisschen dunkler. Da kann man also sehen, aha, da ist also ein Planetendurchgang, tritt regelmäßig auf, weil der Planet ja eine regelmäßige Bahn beschreibt. Also wird der Stern regelmäßig dunkler, da können wir sehen, da ist ein Planet. Oder der Stern wackelt ein bisschen, weil der Planet ja auch an den Planet, an den, an der Sonne zieht, an dem Stern zieht. So. Dafür, dass wir noch gar nicht so lange wissen, wie man so danach suchen muss und dass wir das noch gar nicht so lange tun und dass es eben so schwierig ist, diese Effekte überhaupt zu messen, haben wir schon ziemlich viele Exoplaneten gefunden. Im Moment so etwas über 5000. Also 5000 Planeten, die nicht um unsere Sonne kreisen, sondern um einen anderen Stern. Carl Sagan, ein berühmter Wissenschaftler, der auch gerne Science Fiction schreibt, sagt, im Grunde kann man fast davon ausgehen, dass bei so ziemlich jedem Stern auch ein paar Planeten dabei sind, aufgrund der Art, wie unser Planetensystem entstanden ist und so weiter. Wir sind ein bisschen vorsichtiger, wir sagen nicht bei jedem, aber bei 95%. Da sehen Sie hier oben in dem blauen Feld steht jetzt nicht mehr 200 Milliarden, sondern nur noch 190 Milliarden. Das rechnet man jetzt also so aus. Man multipliziert das also immer runter und kommt dann auf eine Zahl von möglichen Zivilisationen. Nun ist aber die Sache, Planet ist ja nicht gleich Planet. Wir haben auch 8 Planeten in unserem Sonnensystem, aber nicht auf jedem dieser Planeten gibt es Leben, sondern nur auf der Erde. Das ist ausgerechnet auf der Erde. Dazu kommt, dass es dort Leben gibt, hat natürlich Gründe, beziehungsweise es hat Gründe, dass es auf den anderen kein Leben gibt. Die Astronomen sprechen von der sogenannten habitablen Zone. Wenn man sich also mal die Planeten alle aufmalen würde, wie ich das hier jetzt mal in diesem Bild veranschaulicht habe, mit ihrem Abstand zur Sonne, das ist nicht maßstabsgetreu. Aber dann würde man irgendwo feststellen, manche Planeten sind zu nah dran, bei uns der Merkur. Der ist so nah, dass alles Wasser direkt verdampft. Wasser ist aber für das Leben, wie wir das kennen, eine Voraussetzung oder zumindest irgendwas Flüssiges. Dann können nämlich die verschiedenen Teilchen sich treffen, dadurch, dass sie durcheinander gewirbelt werden, können dann beieinander bleiben und können sowas wie Aminosäuren bilden. Also, wenn es zu heiß ist, ist es schlecht. Wenn es zu kalt ist, ist es auch schlecht. Dann gibt es nämlich auch keine Flüssigkeit dort, sondern das ist alles festgefroren. Bei uns im Sonnensystem gibt es von unseren 8 Planeten 3, die in der sogenannten habitablen Zone liegen. Habitable Zone heißt, es ist der richtige Abstand zwischen dem Planeten und der Sonne, so dass dort ganz grob mal Bedingungen herrschen, auf denen Leben entstehen könnte. Nehmen wir einfach mal die Zahl von unserem Sonnensystem, also alle Planeten oder alle Sternsysteme, die Planeten überhaupt ausbilden, haben, sagen wir mal, 3 Planeten in der habitablen Zone. Dadurch wird es hier oben jetzt wieder mehr, denn es könnte sich ja auf jedem von den Planeten entwickeln. Auf jedem von denen könnte sich Leben entwickeln. So. Leben, das ist das gute Stichwort. Das kann natürlich ganz, ganz anders aussehen, als wir es kennen, kann ganz anderen Prinzipien gehorchen. Aber es müsste auf jeden Fall dann erstmal entstehen. Wieder bei uns im Sonnensystem. Wir haben den Mars, die Erde und die Venus in der habitablen Zone. Aber nur auf einem dieser Planeten ist Leben entstanden, auf der Erde. Das wären 33%.
Jetzt muss man aber sagen, es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass Leben entsteht. Also man wundert sich eigentlich aufgrund des Alters der Erde, dass es bei uns dazu gekommen ist. Im Labor hat man es nicht so richtig geschafft. Also das ist alles sehr ungünstig, also wenn man mit den Wahrscheinlichkeiten rechnet. Aber gut, sagen wir mal, es ist vielleicht nicht ein Drittel der Planeten in der habitablen Zone, sondern es ist vielleicht ein Fünftel. Also sagen wir mal 20%. So, immer noch 114 Milliarden mögliche Zivilisationen im Rennen. Das ist ja schon gar nicht so wenig. Aber dass es überhaupt irgendwo Leben gibt, im Sinne von Aminosäuren, vielleicht mit einer Zellhülle außen drumherum, das heißt ja noch nicht, dass wir mit denen in Kontakt treten können. Wir haben ja auch selten Kontakt zu einem Augentierchen oder so etwas. Das muss ja schon etwas mehr dann sein. Wir brauchen Mehrzeller, also komplexeres Leben, mit dem man dann auch in Interaktion treten kann. Also mit Ihrer Katze können Sie irgendwie kommunizieren, aber mit Hugo, dem Einzeller, können Sie nicht kommunizieren. Wir brauchen mehrzelliges Leben. Auch da sehr spekulativ. Eigentlich wird es sogar immer spekulativer, je weiter wir jetzt in dieser Drake-Gleichung gehen. Mehrzelliges Leben. Wozu überhaupt? Also der Einzeller an sich ist ja im Grunde ein glückliches Konstrukt. Der teilt sich, der stirbt in dem Sinne nicht, sondern er teilt sich und hat dadurch dann zwei identische Kopien von sich selbst. Gäbe dann also sehr viele identische Kopien. Ab und zu mutiert eine davon, da hat irgendwas dann bei der Zellteilung nicht richtig geklappt. Aber warum sollte man so etwas wie ein höheres Lebewesen, ein mehrzelliges Lebewesen entwickeln? Und die Antwort ist, diese identischen Kopien mit so ein bisschen Mutation sind halt anfällig dafür, wenn sich die Lebensumgebung ändert. Wenn es mal richtig kalt wird, es kommt eine Eiszeit oder so etwas, da können die nicht so richtig mithalten. So ein Mehrzeller, der kann sich wegbewegen. Der sagt dann halt, gut, dann wandere ich halt in in ein wärmeres Gebiet oder wie auch immer. Der ist grundsätzlich adaptiver an seine Umwelt. Also, wenn es denn zu mehrzelligem Leben kommt, dann ist es vermutlich den Einzellern überlegen. Es kann die Einzeller fressen oder so etwas, ja, und wird sich dann auch wahrscheinlich durchsetzen. Es muss nur irgendwann mal dazu kommen, dass sich mehrere Einzeller zusammenstellen und zusammenfinden und sagen, okay, also du wirst jetzt mal ein Auge und ich bin dafür ein Fuß oder irgendwie sowas, ja. Also, dass die sich organisieren, arbeitsteilig organisieren und einen Gesamtorganismus bilden. Trotzdem, so ganz naheliegend ist das eigentlich nicht. Sagen wir mal 10%. Jetzt haben wir also sowas wie Pflanzen, Tiere und Pilze. Mit denen kann man ja immer noch nicht so richtig funken. Die müssen ja irgendwie dazu kommen, dass sie ein Funkgerät entwickeln. Dafür brauchen sie zunächst mal Intelligenz. Vermutlich eine nächste große Hürde. Wenn wir bei uns auf der Erde anschauen, gibt es sehr viele Pilze, sehr viele Pflanzen, sehr viele Tiere. Aber so richtig intelligent im Sinne von, die können Ursache und Wirkungszusammenhänge abstrahieren, können Dinge ausrechnen, können eine Sprache entwickeln, mit der sie abstrakte Gedanken austauschen. Da wird es dann doch schon sehr dünn. Da haben wir natürlich den Menschen. Und jetzt kann man überlegen, ob vielleicht sowas wie die Primaten zumindest an der Schwelle stehen, also Schimpansen, Gorillas, Bonobos, vielleicht auch sowas wie Delfine, Wale. Aber dann wird es doch sehr dünn. Und wenn man das vergleicht mit der Vielzahl an Leben, die wir auf unserem schönen blauen Planeten haben, dann ist das doch ein wirklich sehr kleiner, geringer Bruchteil. Und die Frage ist, ob das überhaupt eine vielversprechende Strategie ist, um das Überleben zu fördern. Also welchen Vorteil bringt das überlebenstechnisch für eine Spezies, wenn sie denken kann?
Für uns vielleicht ein ungewohnter Gedanke, weil wir das die ganze Zeit tun. Aber das verbraucht richtig Energie, richtig Kalorien und die muss sich diese Lebensform zunächst mal beschaffen. Das heißt, bei Nahrungsknappheit sieht es für den intelligenten Typen schlechter aus als für die Pflanze, die einfach nur rumsteht. Die kommt mit weniger Nahrung aus. Also, es könnte durchaus sein, dass auf einem Planeten, der auch mehrzelliges Leben trägt, es nicht zur Entwicklung von Intelligenz in unserem Sinne kommt. Sagen wir mal 0,1%. Jetzt haben wir Intelligenz, das freut uns, aber wenn wir jetzt einen Planeten hätten, in dem es nur, ich sage mal, Schimpansen, Bonobos, also so Zivilisationen auf der oder Intelligenz auf diesem Niveau gäbe, die vielleicht für sich etwas reflektieren können, die vielleicht sich auch austauschen können, dann reicht das immer noch nicht, damit wir mit denen in den technischen Austausch gehen können, müssten die schon so etwas wie Zivilisation entwickeln. Also die müssten irgendetwas von einem Naturvolk, sage ich jetzt mal, von einem Naturvolk zu einem Kulturvolk werden. Das wiederum erscheint mir jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Also es könnte durchaus sein, dass das einfach Vorteile hat, wenn man sich zusammenschließt, wenn man eine gemeinsame, also wenn man Behausungen baut und wenn man die vielleicht auch verziert und so weiter und da dann eben auch eine stärkere Arbeitsteilung hat, dass es sowas gibt wie Handwerker und Bauern oder irgendwie so etwas, ja, dass man da vorwärts kommt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das einen großen Überlebensvorteil hat. Also wenn man erstmal so weit ist, dass man Intelligenz hat auf seinem Planeten, da bin ich jetzt mal großzügig und sage 50% bei auf dieser Planeten, da entsteht dann auch wirklich sowas wie Zivilisation. Ich gehe davon aus, dass Sie unsere Zahl oben im Blick behalten. Wir sind jetzt also bei 5,7 Millionen. Und jetzt kommt ja das Entscheidende. Wir wollen ja nicht nur, dass die so wie eine mittelalterliche Zivilisation vielleicht Städte bauen und so etwas. Das gönnen wir denen natürlich, aber damit wir mit denen kommunizieren können, müssen die Funk entwickeln. Wenn sie das tun, dann sind wir im Geschäft. Denn Funkwellen verbreiten sich lichtschnell und verbreiten sich auch sehr weit. Also es sollte dann möglich sein, so ein Signal, das aus der Tiefe des Weltalls bei uns eintrifft, zumindest so zu erkennen, dass man dann weiß, aha, das ist also nicht natürlich entstanden, sondern da schauen wir uns jetzt das Äquivalent zu einer Funksendung oder Fernsehsendung einer anderen Zivilisation an. Das ist ja grundsätzlich auch etwas, was man nicht deswegen alleine tut, damit man mit anderen Zivilisationen in anderen Sternensystemen kommuniziert, sondern wir haben das ja mal gemacht, damit wir untereinander sprechen können, dass man also von Amerika aus mit Europa spricht, von England mit Deutschland, dass man Fernsehen in die Sendung, in die Weite strahlt, also mit Antennen abstrahlt. Also das ist ja grundsätzlich mal eine sehr nützliche Sache. Wenn die Zivilisation lange genug besteht, dann erscheint die Wahrscheinlichkeit, dass man so ein grundsätzliches physikalisches Phänomen, wie dass man funken kann, dass man das irgendwann mal entdeckt und als nützlich empfindet und für sich nutzt, schon recht hoch. Also ich sage mal, da kommen wir vielleicht auf 95%. Jetzt habe ich gerade gesagt, wenn man so weit kommt. Das ist jetzt hier der letzte Punkt. Das wird auch von vielen Leuten angemerkt. Ja, aber wenn ich so weit bin, dass ich funken kann, dann bin ich auch nicht mehr so weit weg davon, dass ich mich selbst zerstören kann. Ich kann meinen ganzen Planeten vielleicht unbewohnbar machen, mit Hilfe von Atombomben, Wasserstoffbomben, solchen Dingen. Und ich kann auch ansonsten vielleicht irgendwelche üblen Dinge tun, dass ich mir irgendwelche Bakterien züchte, woran dann alle aussterben oder so etwas. Also, wie sicher ist das, dass eine Zivilisation, die Funktechnik beherrscht, einigermaßen lang existiert, bevor sie sich selbst zerstört?
Das ist die große Frage. Da kann man Kulturoptimist oder Kulturpessimist sein. Ich sage mal, wir waren schon mal nah dran, uns zu zerstören, also Kuba-Krise und solche Dinge. Wir sind in gewisser Weise in anderer Hinsicht, also mit dem Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen, wieder nah dran, dass wir das schaffen können, die Erde zumindest für Menschen nicht mehr bewohnbar zu machen. Auf der anderen Seite, bislang sind wir ja durchgekommen. Und warum sollten andere Spezies das dann nicht schaffen? Also sagen wir mal einfach aus dem Handgelenk raus 75%, dass wir uns nicht zerstören, bevor wir Kontakt aufnehmen könnten. So, wenn Sie das jetzt anschauen, jetzt sind wir nämlich am Ende meiner Version der Drake-Gleichung, kommen Sie auf etwa 4 Millionen Zivilisationen, die da draußen auf uns warten, also auf die Kontaktaufnahme warten könnten. Natürlich sind die meisten Angaben, die ich hier gemacht habe, spekulativ. Vielleicht liegt Carl Sagan völlig falsch mit seiner Einschätzung, wie häufig sich Planeten entwickeln. Vielleicht sind es nicht 95%, vielleicht sind es nur 20%. Dann sehen Sie, diese Zahl ändert sich. Vielleicht sind es 75%. Vielleicht ist es aber so, dass Leben nahezu überall entsteht. Vielleicht bei 98%. Sie sehen diese Zahl da oben. Die ändert sich jetzt immer. Ja. Vielleicht sind es auch nicht 200 Milliarden Sterne, die als Ausgangsbasis dienen könnten, die es in der Milchstraße gibt, sondern wir sind mehr am oberen Ende mit 300, 1, 2, 3.000, 1, 2, 3 Millionen, 1, 2, 3 Milliarden. Dann ändert sich diese Zahl natürlich auch. Also Sie können mit allen diesen Parametern rumspielen. Sie können sich ja selbst so ein kleines Excel-Sheet basteln oder es auch mit der Hand ausrechnen, wenn Sie möchten. Aber Sie werden, solange Sie hier nirgendwo eine Null eintragen, dass Sie also sagen, Zivilisationen entstehen außer bei uns nirgendwo, so etwas gibt es nicht. Ja. Also wenn Sie das nicht machen, sondern überall hier irgendeinen Wert größer Null einsetzen, dann kommen Sie hier oben auch auf einen Wert größer 0. Also müsste es da draußen doch außerirdische Zivilisationen geben. Das nehme ich ja auch an in Feuer der Lehre. Aber bislang haben wir nie Kontakt gehabt. Keinen eindeutigen Kontakt zu einer außerirdischen Zivilisation. Ich rede jetzt immer noch nicht von Besuchen von den Sternen, sondern nur, dass wir vielleicht mal einen Funkspruch auffangen oder irgendwie so etwas. Und wenn man sich diese Anzahl anschaut, was hatten wir da zum Schluss? Gut 4 Millionen. Dann ist das ja doch verblüffend, dass es also nicht dazu kommt. Das ist ein Paradoxon. Dafür gibt es auch einen Namen, das Fermi-Paradoxon. Das heißt letztlich die Frage, wenn es dort draußen doch aller Wahrscheinlichkeit nach viele, viele, viele Zivilisationen gibt, wieso merken wir nichts davon? Aber das ist vielleicht dann auch das Thema eines anderen Videos. Bevor ich hier Schluss mache, möchte ich mich noch bedanken bei Pixabay, der Internetplattform. Dort habe ich nämlich die schönen Bilder her, die ich eingeblendet habe. Habe mich immer versichert, dass ich die auch benutzen darf. Finde aber schön, dass es so eine Plattform gibt, bei der ich das runterladen durfte. So, das soll's für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie sich auch für Außerirdische interessieren und damit vielleicht auch für meinen Roman Feuer der Lehre und dann mal nachschauen, wie da die Außerirdischen aussehen. Vielen Dank für den Moment, vielen Dank für Ihr Interesse. Bis dann, auf Wiedersehen.